Da krieg ich doch das Kotzen, Alter! So, willkommen zurück beim Professional Farmer. Wir fahren mal bei Rot. Passiert ja eh nix. Auf dieser wunderschönen Karte. So. Fahren wir ins Dorf und bestellen uns ein paar Tiere. Das waren Schweine und Kühe, die wir brauchen. Um eben dann jetzt dafür zu sorgen, dass wir das Spiel weiterspielen können. Ich frage mich halt, was ich hätte machen sollen, wenn ich denn mein ganzes Geld für was anderes ausgegeben hätte, außer für jetzt hier einen... Was habe ich denn das Geld... Für ein Feld. Was hätte ich denn beispielsweise gemacht, wenn ich mir einfach direkt eine neue Maschine gekauft hätte, und dann hätte ich nicht mehr genug Geld für ein Feld gehabt und nicht mehr genug Geld für Tiere, um das abzuschließen. Bla bla bla. Hätte ich einfach, ja, mich festspielen können, wäre ich nicht mehr rausgekommen aus der Situation. Jetzt möchte ich aber doch mal ganz ehrlich gucken und wissen, was ist denn eigentlich hier hinter? Ah, okay. Ist sehr cool. So, steigen wir wieder in den Traktor ein. Was ich auch ganz cool fand beim Farmexperten war, dass man tatsächlich eine Animation hatte, wie man in den Traktor einsteigt. Und ja, das war, sag mal so, es war nicht schlecht. Ich habe hier gar nichts, okay. So, dann schauen wir mal hier. Cattle Dealer. Okay, Kühe. Zehn Stück Schweine. Wie viel haben wir denn? Ach komm, dann kaufen wir ordentlich ein, ey. Richtig sick. ...23.000 sind wir jetzt, okay. 60 Kühe kaufen ist schon mal ein Achievement. Ich weiß nicht, wie viele Schweine ich kaufen muss. So. Alles klar. Jetzt habe ich ein paar... Jetzt habe ich hier ein paar Schweine, ne? So, Tiere. Schweine, Anzahl 60, Zustand 100, 720 Liter. Tag, Strohbedarf pro Tag 8 Ballen, 6 Ballen und Wasserbedarf 2400 Liter. Moment mal kurz. So. Ja, dann gucken wir mal, was machen wir denn jetzt? So, ich gucke gerade nochmal in die Errungenschaften. Was ich brauche. Wie viele Schweine. Besitze 60 Kühe, besitze 40 Schweine, besitze 300 Hühner. Na komm, dann besitzen wir auch mal 300 Hühner.
können wir ja mal schnell machen. Wie viel kosten denn Hühner? Muss ich das jetzt ernsthaft alles klicken? Oh Gott. 300 mal klicken, bitte. Cool. Besitze 40 Schweine, besitze 60 Kühe und 300 Hühner und 240 Schafe. Na, vielen Dank auch. Naja, ich will mich nicht beschweren. Beim Farming Simulator ist Tiere kaufen noch behinderter. Da muss man nämlich jedes einzelne Ding einzeln kaufen. So kann man wenigstens die Menge angeben und dann kaufen. Okay. So. Schafe brauchen auch noch, ne? Aber Schafe kaufen wir später. Weil, ja. Besitze 300 Hühner, 250 Schafe. 250 Schafe. Kommen wir dorthin? Mit dem Geld? Na komm, das bekommen wir hin. 250 Schafe. So, ich würde sagen, ich unterbreche das ganz kurz und ja. Weil die ganze Zeit das Geklicke ist, denke ich, ziemlich langweilig. Also bis gleich. So, ich habe jetzt 250 Schafe gekauft. Das könnt ihr auch hier ganz gut sehen. Hühner brauchen 3 Strohballen, brauchen Wasser, brauchen Futter. 25 Kilogramm Futter, Schweine, das da, okay. 250 Schafe brauchen 500 Liter, 57 Kilogramm Futter. Und ja. Das ist mir jetzt aber alles erstmal scheißegal. Ich guck mal gerade. Nee. Dafür gehe ich in meinen Trigger rein. So. Und schauen wir nochmal. Ich will Imagination. Okay. Cool. Für alle Leute, die es nicht wissen, FIS Games heißt Visual Imagination Software. Schneidewerk. So eine Spritze bräuchten wir. Dieser einfach so eine Fronttank verbessert das Volumen ihrer Schwertspritze um satte 1000 Liter. Ja, das ist nicht schlecht. Gülleanhänger, Wasseranhänger, das haben wir ja alles schon, oder? Nee, Wasseranhänger haben wir noch gar nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir hier Anhänger Fliegel DK180. Gibt es denn noch einen anderen? Nö. 12.690 kostet der, okay. Man sieht aber auch nicht, wie viele man davon hat. Das ist auch scheiße. Wasseranhänger habe ich jetzt noch. Das brauchen wir noch. Den hier. Ne? Würde ich schon sagen, ne?
Okay, dann haben wir jetzt alles von den Transportgeräten her. John Deere. Cool. Da, das sind die Lizenzierte. Traktoren. Tatsächlich. Rhino ist auch nicht. Ich glaube nur die Lindner sind lizenziert. So, der Hexter kostet 309.400. Doch stolzer Preis, muss man sagen. Anbaugeräte. Was haben wir denn davon? Wir haben... Also wir haben die Sämaschine, wir haben den Grubber und wir haben den Pflug. Eine Ballenpresse, der Grasaufnehmer ist ideal ergänzend zum Feldhäcksler, wenn es um Grasarbeiten geht. Egal ob bei abschüssigem Untergrund oder feuchtem Gras, dieses Gerät kommt mit Anwendung zurecht. Die Verarbeitungsqualität sorgt dabei für besonders geringe Wartungskosten. Heckmähwerk, okay. Mähwerk vorne, Frontgabel. Okay, Maispflücker, Schneider. Okay, der Häcksler wird mit einem starken 16 Liter V8 Motor erzielt, eine Leistung von 653 PS. Der Fluss des Häckselguts läuft effizient und mit hohem Durchsatz. Vom Vorsatz über den einzigartigen Pendelrahmen für den Eingang zu den 6 Vorpresswalzen über die große geschlossene Häckseltrommel bis hin zum schlagkräftigen Auswurf ist der Häcksler auf hohe Leistung ausgelegt. Die ausgefeilte Technik der Häckselaggregate garantiert höchste Häckselqualität. Okay. Alles klar. Gut. Haben wir jetzt auch noch ein paar mehr neue Fahrzeuge. Und dann können wir jetzt ja einen Abgang wieder zu unserem Hof machen und mal schauen, wie viel Gülle denn produziert wird von unseren Tieren, unseren Lieben. Was kann man denn da nochmal machen? Ah, hier ist der Metzger, genau. Okay, das ist alles noch so, wie es war, wie wir es gekauft haben. Deswegen lohnt sich jetzt nicht, die Tiere zu verkaufen. Ach, guck mal einer an. Ah, lol. Ich kann auch Gülle kaufen. So läuft es also. Ey, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Ey, das ist ja mal mega nervig, wie man das hier verkauft. Kriegt man ja das Kotzen. Jetzt mal ohne Spaß. Ich meine, richtig Ätzanfall, ey. Kotzanfälle kriegt man da. Boah. Ja, komm, hier auch. €6.000. Okay, cool. Gülle, wie viel haben wir denn? Komm, wir kaufen einfach mal ein bisschen Gülle. Kann man den Gülle verkaufen? Nein, leider nicht. Strohballen kann man kaufen. Insektizide. Ah, und Saatgut für Gras muss man auch kaufen. Ah, das muss man kaufen. Okay. Dann kaufen wir auch ein bisschen davon.
einfach mal 2000 Kilogramm Fungizid, 94 der Liter. Puh. Insektizide, okay. Gülle kaufe ich auch einfach mal. Kaufe ich mal 5000. Ja, 6000 so. Strohballen. Mehr passen nicht rein, okay. Alles klar. Ne, das mit den Strohballen, das werde ich nicht machen. Oder? Na doch, ich brauche welche. Na komm, dann kaufen wir das mal. So. So, dann gehen wir hier rein. Und dann geht's los. Okay. Prima. So, dann können wir dann vielleicht auch weitermachen mit unserer Feldarbeit. Aber ich frage mich jetzt halt so, wenn ich denn jetzt das alles schon habe. Also ich meine, ich habe jetzt schon fast alles vom Spiel gesehen. Ich meine, ich habe jetzt Tiere en masse, die muss ich versorgen, das ist auch schön und gut. Und ja, wenn es den Tieren gut geht, dann vermehren die sich, das ist auch super. Aber, was bringt's mir, Sachen zu verkaufen, wenn es nichts mehr zu kaufen gibt? Wenn ich jede Maschine schon habe. Ne? Und ich habe halt die Angst, und das war eigentlich auch schon das Problem beim Professional Farmer 2014, es gab einfach viel zu wenig Fahrzeuge zum Kaufen, was die Langzeitmotivation dann einfach, ja, nach... ja, total nach unten gedrückt hat. Also man war überhaupt nicht mehr langzeitmotiviert so richtig. Und das ist halt schade. Weil man so viel mehr daraus hätte machen können. So, ich frage mich jetzt gerade, was denn passiert, wenn wir hier mit unserem Dräger rumfahren. Da passiert gar nichts. Okay. Ist auch interessant. Wir schauen uns mal das Wasser im Spiel an. Ja, auf jeden Fall schöner als im Landwirtschaftssimulator, muss man sagen. So. So. Alles klar, dann schauen wir mal hier vorbei. Zustand, okay, 60 Stück. Die brauchen 6 Ballen pro Tag. Und Wasser brauchen sie auch. Und ist doch doof, dass man nicht zu den Kühen hin kann. Finde ich schade. Okay, also Leute, so sehen die Hühner hier aus. Moment, bei den Schweinen, da waren wir ja schon mal. Das hier ist auch sehr schön. Okay. Oh. Also süß gemacht sind sie ja schon irgendwie, ne? Muss man sagen.
Was wollte ich denn jetzt noch? Gucken nach den Schafen. Also Kühe sehen okay aus. Soweit man sie sehen kann. Ach, ist doch schade, dass man nicht zu den Schafen hin kann. Schafweide, okay, die brauchen auch Zeugs, logischerweise. Ja, okay. Hm. Tja, okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, ich gehe mal gerade zur Güllegrube hier und schau mal, okay, kann ich jetzt nicht sehen, wie viel in der Güllegrube ist. Mal ein bisschen abdancen. Oh. Hoppala. Oh cool, so kann man sein Geld verschwenden. Mit ständigem Fahrzeuggewasche, das ist cool. So. Mit Tieren kümmere ich mich jetzt erstmal nicht. Die sollen elendig verrecken. So. So. Krass, ne? So, ist eigentlich die Seemaschine jetzt wieder da hinten? Ja, ne? Ach man, das ist schon ein bisschen nervig, die ganze Zeit dieses Rumgefahre. Es ist ewig weite Gefahre, bis man mal wirklich dahin, da angekommen ist, wo man hin will. Es ist schon schade irgendwie. Hier wäre auch eine wunderschöne Landschaft gewesen. Warum? Warum nicht einfach da oben Felder hingemacht? Warum? Es wäre doch viel schöner gewesen, also. Müsste man nicht ständig die Map changen. Ich hätte ja nichts dagegen gehabt, wenn das mehrere Areale getrennt sind, die mit einem Ladebildschirm verbunden sind. Aber eben, dass diese einzelnen Areale wenigstens größer sind und man nicht ständig, während man spielt, dieses Areal wechseln muss. So, na endlich. Kann ich jetzt hier fertig düngen, ey. Ach, das sieht schön aus. Das sieht einfach klasse aus. Super. So, wo fehlt denn noch was? Hier, ne? So. Hier fehlt noch überall ein bisschen was an Dünger. Schön, das glänzt. Feuchtigkeit 71%, okay. So. Alles klar. Und wieder zurück. Jui, macht ja so viel Spaß. Na komm, dann setzen wir die eben zurück. Ah, okay. Gras, nö, brauchen wir nicht. Okay, man darf also nicht selber anfangen, sonst
Sonst geht das dann nicht. So. Aktivieren. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so im Grunde und Ganzen macht das Spiel eigentlich einen sehr stabilen Eindruck. Also von der Technik her ist es so super eigentlich. Also läuft eigentlich alles ohne Probleme. So. Ich habe jetzt schon Roggen hier rein, ne? In die Seemaschine. So. Was wieder bei Professional Farmer 2014 auf die Nerven gegangen ist, sind diese komischen Gänge. Es war einfach mega. So mega, weiß ich nicht, komisch einfach nur. So. Dann geht's jetzt los. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, wenn euch das Spiel gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Mir gefällt es ganz gut. Es hat Stärken und Schwächen. Es könnte wirklich da sein, dass dieses Spiel dem Landwirtschaftssimulator 2017 gut tut. Ja. Das Spiel an sich selbst muss dafür nicht unbedingt gut sein, aber es bringt Innovationen rein. Ja. Viele neue Sachen, die einfach... Ja, wo ein Entwickler einfach zeigt, das kann so gemacht werden und das funktioniert. Und das könnten sich dann auch die Entwickler von LS als Vorbild nehmen. Und somit trägt meiner Meinung nach solche Spiele immer dazu bei, dass es besser wird. Also ich glaube auch, dass Professional Farmer 2014... dafür gesorgt hat, dass Landwirtschaftssimulator 15 so geworden ist, wie er nun mal geworden ist, nämlich 1A. Und ja. Deswegen. Ja. Denke ich, dass das Spiel an sich selber nicht so gut ist wie LS15, aber es tut gut für das Genre der Landwirtschaftssimulatoren. Muss man ganz klar sagen. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei Professional Farmer 2017. Macht's gut, tschüss!